Energy Podcast. So, Energy Gang, wir sind hier wieder beim Podcast. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben heute Special Guest Doc Life. Stell dich mal einmal bitte vor. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für den Podcast und das ganze Team. Mein Name ist Abdul. Ich bin im letzten Jahr des Medizinstudiums und bin hier reingekommen, weil das Team mich hier angesprochen hat, weil es darum ging, auch so ein bisschen hinter den Kulissen des Studiums und des Arztseins so ein bisschen zu erzählen und so ein bisschen Motivation, Alltag etc., also das, was ihr auch macht. Geil, feier ich. Und du bist ja Richtung Sport. Ganz genau, also es wird wahrscheinlich Richtung Sportmedizin gehen, Richtung Betreuung von Profiathleten und in sämtlichen Sportbereichen. Perfekt. Und Stefan kennen wir ja schon. Das ja, unser Ernährungsspezialist und Real-Talk-Experte, sage ich mal. Ja, wo wollen wir anfangen? Wir haben ganz viele Themen, über die wir heute reden wollen. Also du hast irgendwann Lust, Sportler zu betreuen, wie ich das mitbekommen vorhin. Ne? Ganz genau. Was für Sportler? Also vor allem Profiathleten, also oder junge Sportler, die auf dem Weg zur Profikarriere sind. Sei es jetzt American Football, sei es jetzt Fußball, sei es also jetzt Tennis. Also das, was ich mache als Arzt sozusagen. Ganz, ganz genau. Also weil ich gemerkt habe, dass ich Patienten brauche oder einfach ein Team oder Sportler ein Team letztendlich brauchen, die nicht nur medizinische Kompetenz haben, sondern auch quasi psychologisch die Leute quasi mitbetreuen und ich möchte da quasi beide Facetten anbieten und quasi ein ganzheitliches Konzept bieten, weil du weißt ganz genau, als Profiathlet, den Druck kennst du. Ja. Genau, das, also das habe ich ja auch mit meiner, sag ich mal, meinem Brand Energy vor, also als ich baue mir gerade auch einen Trainer, ein Coaching-Team auf mit Ernährungsspezialisten, mit Physios, hoffentlich irgendwann mit Ärzte. Und da wollen wir auch dann die Fußballer, die ich zum Beispiel jetzt betreue, dann als ganzes Team dann betreuen. Weißt du, weil Profisportler zahlen nun mal genug Geld ab einem gewissen Punkt, wenn du ein Level erreicht hast. Und dann, wenn du dann ein Team hast, dann ist das dann ist Game Over. Ne? Ja, du brauchst ein Team. Richtig. Also du brauchst ein Team. Also um erfolgreich zu sein, um erfolgreich vor allem auch mit diesem Druck zu sein, brauchst du einen Ernährungsberater, du brauchst einen Physiotherapeuten, der 24/7 für dich da ist. Ein Schnelligkeitsexperte. Weißt du, weil ich sehe mich halt als einen guten Trainer, aber mich selber sehe ich noch gar nicht noch überhaupt nicht am Ende, weißt du? So, ja, ich will halt, mein Ziel ist es, ein Sensei-Level zu erreichen, dieses, was du vorhin meintest, Gladiatoren-Denken, weißt du? Wie die anabole Wirkung bis aufs Maximum ausreizen, richtig, so schimpfe ich das gerne. Richtig, das heißt, auf der anabolen Level, auf dem wirklich reiten und dann versuchen, dahin zu kommen, wo man dann gerne hin möchte. Und wenn man das gut macht, so wie du das ja jetzt gerade demonstrierst, so, dann merkt man halt einfach, dass das Level plötzlich doch ein ganzes Stück höher sein kann. Richtig. Und ich bin selber gespannt, weil wie ich jetzt gerade ja erst richtig mit deinen Sachen reinkomme, dass es Routine wird. Und ich bin gespannt, wo mich die Reise noch hinnimmt, weil ich merke einfach, dass ich das letzte Mal, wo wir geredet haben, habe ich dir gesagt, dass ich jetzt mit 150, 160 so einfach in Dings arbeite. Also bis Richtung, eine knappe Woche her jetzt. Ja, und jetzt ist es jetzt, sind wir bei 160 in Sätzen wieder, weißt du, was ich meine? Und ich bin drauf, okay, krass. Wo hört das auf, weißt du, was ich meine? Ja. Und ich finde es krass, dass die Ernährung dann gerade so eine Rolle spielt. Und aber auch das Training umzuswitchen, weil ich trainiere selber jetzt seit knapp 8 Jahren sehr speziell. Ironman-like, kann man sagen. Extrem viel Ausdauersport, extrem viel Leistungssport, um einfach die Herzausdauerleistung zu haben, um das Maximum erhöhen zu können, ne, um halt einfach auch die Möglichkeit zu haben, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt 180 Kilometer auf dem Rad sitzen, das fahr mal mit dem 58er-Schnitt, um wirklich in irgendeiner entsprechenden Rekordzeit im Ziel sein zu können. Das geht nur mit Ernährung, das geht nur mit dem entsprechenden vielen Training. Was ich jetzt aber merke, seitdem ich so trainiere, wie du das sagst, und ich das ganz anders umgeswitcht habe, und ich jetzt an den Punkt angekommen bin, wo ich viel mehr Schnellkraft und Explosionskraft trainiere und das auch mit mehr Gewicht drauf, weil ich habe jetzt eine 20 Kilo Gewichtsweste zu Hause. Seitdem wir das jetzt miteinander machen, habe ich die permanent an, bei egal welcher Übung, die ich mache. Und ich bin jetzt zum Beispiel so weit, ich schaffe jetzt in einer Stunde ganz entspannt 1200 Liegestütze mit dieser 20 Kilo Weste an. Geil. Und ich merke einfach auch, wenn ich diese kurze Pause zwischendrin habe,
durch das Essen, was ich zu mir nehme, auch durch mein kleines Wasser, was dann immer daneben steht, wo ich ein bisschen Sangomeres-Koralle drin habe, wo ich ein bisschen Dolomit-S drin habe, ne, wo ich einfach basische Mineralien habe, die mich dann da durchführen und die ganzen Elektrolyte, die ich mir vorher ja schon reingeknallt habe, bevor das Training anfängt, das führt mich da einfach so entspannt durch und wenn ich mit dem Ganzen fertig bin, dann sind zwar meine Muskeln richtig ausgepowert und ich sitze auf dem Sofa danach und ich fühle mich echt kacke, morgens aber, wenn ich aufstehe, das ist weg. Ich weiß, am nächsten Abend, wenn ich nach Hause komme, ich kann das gleich nochmal machen. Ja. Und nächsten Tag ist das Merkwürdige, am nächsten Tag geht das Gleiche nochmal. Was hast du mir letzte Sendung geschenkt? Das mit Acai-Beere. Also das habe ich ja direkt dann am nächsten Tag, bin ich ja nach Berlin gegangen. Hast du getestet? Habe ich direkt getestet. Wie hat sich das für dich angefühlt, durchs Training durch? War gut? Ja, ich hatte ein gutes Level. Und weil das Schöne war, ich bin ja so ein Mensch, ich fahre ja um 4 Uhr morgens los. Und dann komme ich in Berlin an um 7 und dann gehen wir direkt erstmal ins Gym. Wir sind schon umgezogen sozusagen, weißt du? Ja. Er geht um 5 laufen, ne? Ja, vorne als da. Okay, perfekt. Vorne als da, dann müssen wir uns auch mal verabreden. Okay, gerne. Und ich 6 Uhr Elbe. Gerne. Und und ich habe mir dann das gemacht, so wie du es mir gesagt hast. Und hat erstmal heftig geschmeckt, muss ich sagen. Richtig geil. Habe ich nicht erwartet. Und ja, ich habe so 2,5 Stunden easy durchgetrainiert. Ja, das lag an der Maggerwurzel, die drin war. Okay. Weil die Maggerwurzel, die drin ist, das kommt eigentlich aus einer Gegend im Amazonasbereich. Mhm. Das kann man hier mittlerweile auch kaufen, heimisch angebaut, weil die Wurzel hier super schmeckt, wächst wie eine Pastinake auch. Also es funktioniert herausragend. Der Vorteil ist aber, in getrockneter Form ist das Zeug vom Energielieferant her so extrem dicht, dass ich auf eine kleine Menge gerechnet einfach ein extrem hohes Potenzial habe. Das haben früher die Krieger gemacht, wenn sie dann losgedackelt sind in den Wald zum Jagen und waren dann über 1-2 Wochen unterwegs, weil sie dann einen Tapir oder irgendwas nach Hause zerren wollten. Dann haben sie das Zeug am Start gehabt, in kleinen Taschen mit dabei, haben sich das reingezogen und hatten halt zwischendrin einfach, wenn sie nicht die Möglichkeit hatten, jetzt gerade irgendwas just in diesem Moment zu essen, hatten sie immer das dabei als Energielieferant, damit sie diese langen Strecken durchstehen können. Also das ist praktisch für einen Leistungssportler, ist das was wie Gerstengras, Weizengras, Hafergras, Dinkelgras, diese ganzen Gräsersorten, ja genau das gleiche auch. Das ist für einen Leistungssportler, für Herzausdauerleistung, fürs Blut eigentlich ein Muss. Weil du nämlich dann genau diesen Effekt hast. Und der Effekt, der bleibt auch permanent da. Der ist nicht jetzt da und beim nächsten Training dann plötzlich nicht mehr, sondern wenn ich das in mein Leben integriere, morgens nehme ich mein Hafer zu mir, habe dazu mein kleines Glas mit meinem schönen Quellwasser drin, da ist ein bisschen Gerstengras drin, ein bisschen Weizengras drin, ein bisschen Maca-Pulver drin, irgendwelche basischen Mineralien drin, es gibt ganz viele tolle Hersteller, die haben das auch. Wenn man das da reinpackt und trinkt das dazu, dann hat man einfach diese mehr Vitalstoffe, die im Essen, in unserem runtergezüchteten Essen einfach nicht mehr drin sind. Das, was ich aber haben will, den hohen Chlorophyllanteil, die ganzen Vitamine. Weizengras zum Beispiel hat 70 Mal mehr Vitamin C als eine Zitrone. So, also führt für mich überhaupt gar keinen Weg dahin, die Zitrone überhaupt zu konsumieren, weil die Zitrone ist asozial in meinen Augen, weil die kommt meistens aus Übersee und ist auch in 95% der Fälle gespritzt. Das will ich gar nicht haben. Ich will das Naturprodukt haben. Das kriege ich hier aber nicht. Aber die sieht besser aus. Die sieht besser aus, mein Lieber. Meine das ist Frage das ist, wie kommt das, ne? Auch jetzt also du als Mediziner oder werdender Mediziner, wie kommt das, dass wir damals wussten, dass wir hier so eine Wurzel mit einpacken, weißt du? Und genau wussten, was unserem Körper gut tut. Also zum Beispiel die gewisse Gladiatoren haben zum Beispiel kein Fleisch gegessen. Die haben fest daran geglaubt, dass Fleisch zu essen deine Leistung kaputt macht. Und haben eine gewisse Art zu essen. Bodeari, Körner und Gerstenfresser haben richtig, sie geschafft. Richtig, genau. Und sehr erfolgreich. Weißt du, sehr, sehr erfolgreich. Also wie kommt es, dass wir heutzutage wirklich nicht mehr wissen, dass was in unseren Körper kommt, was wir konsumieren, dass wir Giftstoffe wie Aspartan oder wie man das Zeug heißt, zu uns nehmen. Und wie kommt das? So aus deiner Sicht jetzt? Also ich glaube, das hat halt einfach mehr Komponenten. Also wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie haben es die Gladiatoren damals gemacht? Die haben einfach Try and Error gemacht. Die haben einfach geguckt, was funktioniert nicht. Genau. Und das, was funktioniert hat, hat sich am Ende durchgesetzt. Und das gibt es bei vielen Lebensmitteln, ne, auch heutzutage. Ne, die gucken, was funktioniert für Sportler. Und genau das Gleiche, was du halt quasi gemacht hast. Ne? Du hast es bei dir probiert und dann haben es immer mehr Leute probiert und dann quasi kommt eine Studie und dann sagt, das funktioniert. Ich habe alles Mögliche probiert, das ist ja das Ding. Und das ist genau das, was du gerade meintest, mit dieses Trying, einfach Doing. Weißt du, was ich meine? Also man muss es probieren. Und dann, wenn es jetzt dazu kommt, wieso ernähren sich die Leute heutzutage anders? Oder die haben einfach keinen Bock, die haben nicht die Energie, die sind durch den Alltag so gestresst, dass sie gar nicht darauf kommen oder gar nicht mehr die Energie haben,
die mentale Kapazität, sich dem Thema so stark zu widmen. Und ich muss immer an einen bestimmten Fall denken. Ich habe damals mal in einer kardiologischen Praxis gearbeitet und wir haben quasi so die Vorgespräche gemacht, damit, bevor er dann quasi der Patient dann zum Arzt geht. Und in der Kardiologie ist es meistens so, du hast Patienten, die sind zwischen 60 und 70 Jahre alt. Die haben ein Herzproblem gehabt oder die hatten einen Herzinfarkt und haben einen Stent bekommen und du musst sie einfach alle 12 Monate einfach mal sehen. Und dann kam quasi ein Patient rein, ne, Arme gestrengt, so ein typischer 65-jähriger Deutscher. Ne? Und der saß dann und hat dann zu mir gesagt, guck mal, ich habe zwei Stents, und das sind quasi Eröffnungen, er hatte zwei Herzinfarkte quasi, und wieso muss ich eigentlich zum Arzt kommen? Ich so, wieso du zum Arzt kommen musst? Damit wir dich quasi monitoren, damit wir halt sehen, okay, funktioniert alles noch so, wie es funktionieren sollte oder nicht? Er so, ja, aber wieso muss ich das überhaupt alles machen und ich muss auch die ganzen Medikamente nehmen und ich will das alles gar nicht. Ich so, ja, ist eine einfache Lösung, dann änderst du halt deinen Lebensstil. Dann kannst du quasi deine Medikamente reduzieren, ne, weil du dann halt deinen Blutdruck quasi senken kannst. Genau. Er so, ja, was muss ich denn dafür machen? Und dann habe ich ihm halt quasi gesagt, Ernährung, Sport, also körperliche Betätigung, ne, mit 65, so wie man es braucht. Er so, das ist ja eine ganze Menge. Nee, dann will ich lieber die Tablette nehmen. Und dann siehst du das? Thema durch. Und dann ist das Thema erledigt. Und dann bleibt dir, und jetzt musst du dir vorstellen, also die ganzen Ärzte, ne, um sie auch mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, dann hast du 10 Jahre lang jeden Tag 30 von solchen Patienten, die sagen, ich habe keinen Bock auf gesunde Ernährung. Aber wenn du dann einen hast, der sagt, ich habe Bock drauf, ich ändere das, dann sagen die, geil, ich gebe dir alles, was du willst. Hier ist eine Liste von Naturheilstoffen oder sonst was, zieh das durch. Aber die meisten Leute ziehen das einfach nicht mehr durch und irgendwann denkst du dir auch als Arzt, weißt du? Also es ist eine krasse Story, weil ich hab gerade so gedacht, okay, jetzt erzählst du mir eine Story von einem Typen, Digga, der sein Leben dann umgeändert hat. Ja. Vor allem, weil du ja jetzt, sag ich mal, im Frühling deines Lebens bist mit 65, weißt du? Ja. Und es ist ja auch, man nicht mehr so viel Zeit hat wie mit 25. Ja. Also es ist so, da frage ich mich dann, wieso ist dieses Leben für die meisten nicht so viel wert, dass sie sagen, ey, weißt du was? Ey, weil ich da, eigentlich müsste das, so ein Ausschlag müsste ja so hoch motivierend für eine Person sein, dass er sagt, ey, ich will nicht mehr zum Arzt, ich habe keine Angst, die ganze Zeit Angst zu haben, dass ich in meinen Schlaf nicht mehr aus meinem Schlaf nicht mehr aufwache. Ja. Für viele muss aber der Dampfhammer erst kommen. Ich habe das bei einem Kollegen auch gesehen. Ein guter Kollege von mir, mit dem habe ich lange Jahre zusammengearbeitet, den sein Bruder, der hat eine Leberzirrhose, der ist starker Alkoholiker gewesen, die müssen sie die Leber eigentlich rausnehmen, also der ist richtig am Arsch, der muss permanent zur Dialyse, permanent wird er gespült, der ist kurz vorm Sterben. Und sein Bruder sieht das, der besucht ihn permanent im Krankenhaus, säuft weiter. Ja. So sind die Menschen. Das ist leider so, weil alle immer mehr abstumpfen, weil es egal geworden ist, weil du nämlich überall permanent alles bekommst. Genau. Das ist das große Geschenk in unserer westlichen Zivilisation, was keiner mehr zu schätzen weiß. Mhm. Ich kann 6 Tage die Woche in den Supermarkt gehen und ich kriege alles. Immer. Ja. Ich habe die freie Auswahl. Mhm. Deshalb gibt es für mich auch diese Ausreden, was Ernährung angeht, die gibt es für mich eigentlich gar nicht. Mhm. Weil das ist immer an sich selber aufgeben. Ich will mich selber so nicht mehr haben, wie ich jetzt bin. Das Ganze, was ich jetzt an Leidensweg schon erlitten habe, das war für mich so viel. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich sehe das nicht, dass die Verbesserung kommt. Mhm. Ich sehe nur, dass ich vielleicht noch mehr leide und noch mehr leide, weil ich bin jetzt groß, dick und fett geworden, will abnehmen. Ja, viel Spaß beim Leiden, weil das ist Leiden, definitiv. So, und so muss man das ganz trocken einfach mal sehen. Das ist das, was viele Leute zu den Ärzten treibt, weil sie die Eigenmotivation einfach nicht mehr haben, zu sagen so, jetzt ist es soweit, jetzt reiße ich am Horn, jetzt ändere ich was, jetzt stehe ich morgens auf und bewege meinen Arsch und laufe erstmal 1000 Meter, gehe dann wieder nach Hause und esse halt nicht den normalen Schrott, sondern ich lasse das weg und trinke erstmal einen basischen Tee. Ja, es ist halt einfach so, also es laufen auch momentan in Hamburg und auch in Deutschland große Studien dazu, zu den ganzen Volkserkrankungen, ne? Also wie Bluthochdruck, wie Diabetes beispielsweise, dass die Leute halt immer jünger sind und immer mehr quasi, die Patienten werden einfach immer jünger, die solche Erkrankungen einfach haben oder Fettleibigkeit, ne, Adipositas, was halt komplett, ne, der Ernährung quasi geschuldet ist. Und es ist am Ende des Tages wirklich, die Leute wollen schnelle Erfolge. Und die wollen am besten so wenig, wie es geht, dafür tun. Danke, das merke ich halt auch bei Instagram. Wenn mich viele Leute, die mich anschreiben jetzt, Fans oder sonst was, oder Leute, die von mir motiviert sind, und mir schreiben dann, ey, ich mache das jetzt seit 8 Wochen, Ernährung, alles, und da hat sich kaum was getan. So, ne? Da ist nichts passiert. So. Ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr. So, weißt du? Und dann ist es so 8 Wochen, weißt du, so, und die Leute fragen mich, ey, wie kann ich ganz schnell 10 oder 12 Kilo zunehmen? Ich will für diesen Sommer fit sein.
ich will so dein Frame haben. Mhm. Und dann ist so, Alter, ich trainiere seitdem ich 19 bin, weißt du so, und hab mich scheiße ernährt, hab falsche Sachen trainiert, hab falsch gehoben, hab aber immer gelernt, hab immer Leute da, von denen, was auch vom Schuss, und das ist so, der Weg, was sie nicht verstehen, das ist, der ist viel länger, als die meisten sich vorstellen können. Der hört auch nicht auf. Richtig, so bis man vor allem selber zufrieden sein, ist nochmal das, wo, glaube ich, die meisten Menschen eine richtig Schwierigkeit haben, mit sich selber zufrieden zu sein, ins Spiel zu gucken und sagen, ey, ich fühle mich richtig hundertprozentig. Das heißt, der Weg ist dann noch länger, weil selbst wenn du dein 80 Kilo erreicht hast von 100 Kilo, du wolltest 20 Kilo abnehmen und du hast diese 80 Kilo erreicht, wirst du merken, sieht trotzdem nicht so aus wie mein Vorstellung. Ich dachte, ich würde aussehen wie Jean-Claude Van Damme. Weißt du, aber jetzt habe ich Muskelmasse verloren, weil ich eine Diät gemacht habe und habe keine Energie mehr. Und die Leute haben halt, wie gesagt, keinen Plan erstmal und haben auch den Drive nicht, dann auch wirklich sich da rein zu fuchsen und zu sagen, ich mache das mal und ziehe das mal. Guck mal, alles, was ich bis jetzt umgeändert habe, war, ich habe Paleo gemacht, ich habe vegan gemacht, ich habe Keto gemacht und alles immer für ein Jahr, eineinhalb Jahre, weißt du, aber wirklich diszipliniert, komplett durchgezogen, weißt du? Und jetzt deine Ernährungsweise, wie gesagt, morgens immer mit Leinsamen, Hanföl rauf, auf die Haferflocken. Ja, die richtigen Kohlenhydrate. Das ist nochmal ein neuer Impuls. Du? Und ich merke halt im Training, weil ich faste seit 3 Jahren. Weißt du, also ich faste heute auch, ich trinke nur Tee, aber ich mache es nicht mehr so extrem wie vorher. Und das muss ich sagen, hat auch was bei mir. Und ich merke halt, oh krass, weißt du, so an gewissen Tagen habe ich die mehr Energie, als ich brauchte. Die Entgiftung ist jetzt auch durch dein Fasten ganz andere, weil die viel besser und viel intensiver ist. Das ist ja das, was ich den Leuten auch immer versuche beizubringen. Die ganzen Ernährungsformen, die es gibt, von den ganzen Dingern, ich kenne extrem viele, 90% davon sind zeitweise gut. Zeitweise. Temporär. Genau. Das ist alles immer für einen gewissen Zeitraum, bis ich von dem weg bin, was wirklich extrem ist in meinem Leben, was gerade schief läuft. Mhm. Und danach wieder back to the roots. Und dann nehmen wir das wieder so wahr, wie wir das eigentlich machen und essen wieder das, was wir eigentlich brauchen. Genau. So. Ne? Und das ist jetzt in deinem Fall. Du sagst jetzt, okay, ich habe jetzt zu viel Körperfett. Ich komme nicht an die Körperfettreserven ran, weil einfach das Cardio-Training immer noch nicht so hart ist. Weil du hast ja die metabolische Wirkung bei dir, die ist ja immens. Mhm. Einfach durch die Muskelleistung, die da ist. Ne? Das heißt, du bist immer er ist permanent auf 180. Mhm. So. Und wenn du das Trainingslevel einmal erreicht hast und hältst das dann über 3, 4, 5, 6 Jahre, diesen kleinen letzten Rest wegzukriegen. Mhm. Das sind dann die feinen Nuancen. Ich sage persönlich, das kristallisiert sich dann raus, wenn man zum Beispiel so eine Dinge wie weißen Zucker, weißes Mehl, weißen Reis einfach weglässt. Ja, genau. Ne? Weil die Geiseln der Menschheit dann aus dem Körper verschwinden. Und wenn man dann die tierischen Produkte rauslässt, der Körper schneller heilen kann. Mhm. Das heißt, diese entzündlichen Prozesse, die stattfinden, wenn ich meine Muskeln gerade kaputt gehauen habe, die sind viel kürzer. Ich kann also die Trainingsintervalle wesentlich kürzer staffeln. Mhm. Habe also den Vorteil, dass ich den Muskel mehr belasten kann, ihm aber genug Essen zuführe, damit er das leisten kann. Ja, der Körper wird insgesamt einfach effektiver. Also im makroskopischen, der ganze Körper, also die Organe, und im mikroskopischen, die einzelnen Zellen, die werden einfach effektiver, weil der Körper, der ist clever. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, der Körper ist so jemand, wenn er sich ausruhen kann und wenn ihm die Zeit lässt, auszuruhen, dann nutzt er das aus. Richtig. Jedes Eis, was du isst und den Burger oder die Pizza, die Sachen, die du isst, das wirkt sich einfach auf dich aus. Und wenn er merkt, es kommt immer, ihr müsst euch ja immer vorstellen, also die Tatsache, als der Mensch damals darauf kam, das Feuer zu nutzen, um Fleisch quasi genießbarer zu machen und dann zu konsumieren, was das für ein Meilenstein war. Ne, also wir haben ja früher die ganzen pflanzlichen Produkte, ne, Sammler quasi, zu uns genommen. Hunter-Gatherers. Ganz genau. Audio, genau. Und als es dann dazu kam, dass du quasi das Fleisch anfangen konntest zu brennen und dann die Glucose, der Zucker, die Kohlenhydrate, die in diesem Fleisch drin waren, resorbierbar zu machen für dich, für deinen Körper, dann hat es den Leuten einen massiven Vorteil gegeben gegenüber den Leuten, die sich nur von Pflanzen ernährt haben. Und deswegen hat sich das am Ende so durchgesetzt. Deswegen gibt es immer noch, iss doch mehr Fleisch, iss doch gut für dich. Genau. Ja, dieses, was man noch im Kopf hat. Und der Körper, der dachte sich, geil, ist doch geil, ich krieg so viel Kohlenhydrate, ich muss gar nichts mehr machen. Ja. Ich muss gar nicht mehr so viel laufen und so weiter und so fort. Das Fleisch kommt. Wie die Energy-Shots, die du von fast allen Firmen bekommst, die diese Sportnahrungsmittel herstellen. Ja. Diese ganzen Dinger, diese Liquid Glucose, die sie dann unter ihren Beintrikots haben, wenn sie dann in der Tour de France sitzen, am Hang, am Hochklettern sind. Ja, das ist das, was deine Aufnahmefähigkeit von 60 Milligramm auf 90 Milligramm erhöht in dem Moment, weil du dieses 2:1 Verhältnis hast, ne, was dem Blutzuckerspiegel zugutekommt. Das Problem ist aber, das ist zack weg. So, und danach kommt wieder das Tief. Das heißt, in dem Moment, wo du das ein einziges Mal genommen hast, musst du immer wieder nachlegen. Weil du hast dein Feuer gerade extrem heiß gemacht.
Das ist wie mit der Kohle, immer wieder. Genau das passiert dann. Ja. Genau. Und da kommt dann ganz schnell der Jojo-Effekt. Das ist dann das, was bei den Leuten dazu führt, dass die Leute dann doch nicht die Erfolge haben, weil zwischendrin das Verhältnis nicht gestimmt hat, weil die Kohlenhydrate doch zu einkettig waren, weil doch zu viel Glucose drin war und so weiter und so weiter. Das habe ich halt bei Keto. Mit Keto habe ich dann zum ersten Mal jetzt von November bis Januar eine Phase gehabt, wo ich das erste Mal wirklich seit 10 Jahren wieder meine Bauchmuskeln sehen konnte. Weißt du? So richtig so. Ich habe jetzt, glaube ich, so seitdem ungefähr 9 Kilo abgenommen. Aber seitdem ich deine Ernährungsweise mache, habe ich ungefähr 1,5 Kilo zugenommen jetzt in den letzten Wochen. Muskelmasse auch. Ja, genau. Und, das ist der Unterschied. Aber bin halt vielleicht sogar noch ein bisschen weniger Fett habe ich jetzt im Moment. Weißt du, so. Und ich merke halt auch, wie du gesagt hast, beim Fasten, jetzt heute faste ich, merke halt, dass die Tage für mich dann intensiver sind, also ich von der Wirkung her. Weißt du, weil vorher, guck mal, ich habe jetzt seit 2-3 Jahren faste ich wirklich. Ich esse immer ab 17 Uhr bis 23 Uhr. Das habe ich so mir. Also eher so Intermittent Fasting, oder? Ja, genau, okay. Intermittent Fasting. Mache ich seit 2 Jahren durch, sozusagen. Weißt du, und dann war ich ein Jahr vegan und habe beim Veganen, habe ich, glaube ich, den Fehler gemacht, den viele machen. Ich habe so schnell Bauchumfang bekommen, als ich Veganer geworden bin. Weil du auf Ersatzprodukte gegangen bist. Genau, weil ich dann überall, das ist vegan. Man hat ja nur dieses vegane Zeichen erstmal gesehen. Man hat sich erstmal gar nicht richtig auseinandergesetzt, sondern man hat sich nur die veganen Zeichen, nur vegane Gummibärchen. Obwohl ich vorher nicht mehr so viele Gummibärchen gegessen habe, ich auf einmal eine Packung vegane Gummibärchen und das ist ja vegan. Und ich glaube, da werden die Leute auch ein bisschen gefoolt, weißt du? Und werden so reingezackt. Ja, aber ich habe auf einmal dann so, in 3 Wochen habe ich wirklich so 4 Kilo zugenommen und hatte alles am Bauch. Ja, das Fiese ist ja, dass sie das damit dann, die Leute damit triggern, dass vegan, wenn es auf der Verpackung draufsteht, dann gleichzeitig damit zu assoziieren ist, dass es wirklich gesund ist. Ja, klar. Genau. Das ist das Fiese daran. Das ist ja das, was die Industrie macht. Die verkaufen dir ihre Gummibärchen, wo trotzdem einmal Zucker drin ist. Den verkaufen sie dir, weil halt keine Gelatine drin verarbeitet ist, sondern dann eben Pektin. Ja. Das ist dann plötzlich vegan. Das ist ganz toll. Das ist gesund. Ja, das ist immer noch Schrott. Ja. Ne? Genau. Weil das Einzige, was für uns Menschen wirklich reell ist, ist frisches Essen. Aus Leben, der Natur. Ja, esse Leben, um zu leben. Ganz genau. Ganz lebendige einfach. Lebensmittel. Am besten direkt den Apfel vom Baum runterpflücken in den Hals rein. Das wäre das allerbeste. Wenn wir die Möglichkeit permanent hätten, wir wären alle immer noch Tiere. Alle, wie wir da wären. Es wären nicht alle Aaron, sondern es wären hier ganz viele Aarons. Das normal ist. Ja. Das ist ja das, was hier passiert. Der Körper degeneriert ja durch diese ganzen Lebensmittel, wo einfach tote Ware drin ist. Ja. Aber nochmal vielleicht zu dem Punkt zu kommen, den du vorhin angesprochen hast, dass die Leute dann immer relativ schnell Ergebnisse haben wollen oder dass sie nach, sagen wir mal, nach 8 Monaten sagen, ey, ich bin doch schon fast ein Jahr dabei und wieso zeigt sich noch nicht das Ergebnis, was das ist, was du, wovon du gesprochen hast oder alle Leute haben genau das Gleiche gemacht, aber die sehen anders aus als ich, ich will auch so aussehen wie sie. Na, erstmal, jeder Körper ist ja anders. Wenn ich die gleiche Ernährung mache wie du oder auch wie du, Dann sehe ich einfach anders aus. Ich habe eine ganz andere Konstitution. Meine Gene sind komplett anders, die ich anschalte und die ich abschalte. Und dein Körper passt sich dementsprechend dann auch ganz anders an. Ganz genau. Ich komme, diese ganze Geschichte von 1000 Jahren, die in meinen Genen steckt, die kommt wo ganz anders her. Ja. Dass ich mich mit dir vergleiche und dann versuche, das mit einem Jahr identischer Ernährung auszugleichen. Richtig. Das ist komplett schwierig. Du kannst es ja sogar vergleichen, wenn du mit 2-3 Leuten zusammen Keto anfängst, was bei mir auch der Fall war. Ja. Bei der einen Person war gar keine Wendung. Nix. Komplett auf Keto gegangen, aber nix. Der Körper nimmt das anders wahr. Nach 2 Wochen aufgehört und meinte, ey, nix ist passiert. Wirklich, nix. Ja. Nix, gar nichts. Und bei mir war es so nach 2 Wochen schon unfair fast. Weißt du, es war so, wow. Aber das ist so. Ja. Aber weil. Hat er den eh nicht trainiert wie du? Nein. Ja, siehst du? Weißt du? Und das ist halt vielleicht, das meine ich. Und die Leute, das sind kleine Dinge. Genau, und dann geben sie aber, dann ist es halt dann, okay, Keto, ich scheiße auf Keto. Aber wie gesagt, man kann nicht vergleichen, man kann nicht sagen, aber bei dir hat es doch nach 2 Wochen funktioniert, weil ich trainiere aber 2 Mal am Tag, weißt du was meine, und verbrenne ganz anders Kalorien. Ja. Jetzt geht es ja bei mir los mit Cardio und Kondition, weil die Saison geht ja jetzt los. Wir haben jetzt am Wochenende zum Beispiel Trainingslager am Teufelsberg, 2 Tage lang, 4 Stunden am Tag. Oh, sehr schön. Das ist so ein 60, 70 Meter Berg. Okay. Und da waren wir halt, ich und mein Kollege waren da halt ein paar Tage vorher. Und ich habe halt eine Leistenverletzung. Und weshalb ich auch am Wochenende gar nicht dann da teilhaben kann. Aber ich habe mir die Leiste verletzt und wir haben dann sind den Berg dann gelaufen, 4 rückwärts, wie Nies Over Toast gesagt. Also ich habe auch geile Übungen gerade, die ich mache für meine Leiste und es wird immer besser. Ich merke halt, wenn man sich konstant um Sachen kümmert, das war mein Problem. Ich hatte eine Verletzung 2016 und die Beweglichkeit ist dann weggegangen. Weißt du, so ich konnte dann auf einmal so das den nicht mehr machen. Ich auf der anderen Seite
ist richtig steif, okay. Weißt du? Ja. Und hab dann aber auch nie was dagegen gemacht. Hatte dann nach den Spielen immer Schmerzen. Und das hat sich halt so eingeengt, dass jetzt die letzten Monate, weil ich auch so viel Muskelmasse und meine Beine die ganze Zeit auch für die Saison fit gemacht, dass sich das richtig zum Weakpoint bei mir gegeben hat und jetzt ich nicht mal richtig sprinten konnte in der Zeit lang. Weißt du? Und jetzt arbeite ich mich gerade halt da zurück und ich habe da halt gemerkt, weil ich konnte ja echt ein paar Monate jetzt nicht wirklich richtig viel laufen, aber ich habe einfach gemerkt, wie die Ernährungsweise und dadurch, dass ich jahrelang konstant so trainiere, weil wir waren dann am Berg und der Typ, Jamal ist ein fitter, super fit, der hat gekotzt, wir haben ein YouTube-Video gedreht und der hat gesagt, ey, heute bringe ich die zu meinem Berg und dann werden die richtig kotzen, weil der schon öfters da auf dem Berg trainiert, aber ich habe seit 4 Monaten nicht mehr auf dem Berg trainiert, weißt du? Und dann war es halt so, wir haben das Training gemacht, er hat komplett gekotzt und ich habe noch 5 extra Sprints gemacht, um mich selber auf den Level zu bringen, dass ich kotze, aber hat einfach nicht geklappt. Ich bin ab kein Tief gehabt im Training. Meine Kondition war, sag ich mal, impeccable. Ich war selber überrascht, mich wie ein Übermensch gefühlt. Wirklich. Jamal war auch so schock. Er war so, was hast du nebenbei gemacht? Ich bin seit 3 Monaten nicht mehr richtig gelaufen. Ja. So, weißt du? Ey, die ganzen Fußballer haben dieselben Probleme, wie ich habe. Weißt du, und ich bin 35 und ich habe halt gemerkt, krass, wenn ich jetzt mit 35 der schaffe, meine Leistenprobleme oder sonst was in den Griff zu kriegen, weißt du, und gewisse Sachen, wo ich wirklich dachte, weil guck mal, normalerweise mit 35 ist es so, also aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten 10 Jahren GLF spielen, GFL spielen, ist es so, dass viele mit 33, 34 aufhören, weil der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Ja. Die Leiste ist kaputt, das Knie ist kaputt und. Ja. Aber wie gesagt, die Revolution ist für mich, sind Leute wie Tom Brady, LeBron James, die gerade beweisen, dass im hohen Alter durch die Ernährung und gewisse Trainingsarten es einfach so viel rausholst, unglaublich. Brady ist 44. Aber du musst bei dieser Sache bedenken, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, du brauchst ein Team. Du brauchst ein Team von professionellen Leuten. Das unterscheidet halt die Leute zu anderen. Ich meine, guck dir mal zum Beispiel Conor McGregor an. Der hat jetzt so auf den Kopf bekommen, weißt du? Und der Unterschied ist, damals hat er ein ganz anderes Team. Da hat er mit Aido Portal, einer meiner Vorbilder, was Animal Movement angeht und so, hat er mit Aido Portal gearbeitet, hat ein krasses Team zusammen gehabt. Und jetzt hat er viel verdient, hat sich anders umorientiert, aber hat nicht mehr gleich trainiert, hatte nicht mehr dasselbe Team. Und das hast du sofort gemerkt. Da war null Dominanz da. Da war null Dominanz. Und ich bin gespannt, wie er jetzt im Sommer wiederkommt, weil... Also ich glaube tatsächlich an ihn. Also ich verfolge ihn auch schon etwas länger. Ja. Also seine ersten Kämpfe auch schon verfolgt damals. Und er kommt halt von ganz unten und das er kommt macht halt ihn von halt aus. Ne? Ja. Aber ich meine, du kannst so jemanden nicht mit... ich weiß nicht, kennst du dich mit UFC ein bisschen aus? Mit MMA? Also ich komme mal ganz nah ran ans Mikro. Ich bin Nate Diaz-Fan. Okay. Alle anderen dürfen sich gerne ins Knie... Ja, Nate und Nick sind meine... Was war das? Westside? Eastside? Was soll ich eigentlich nochmal? Die Jungs sind... Ich liebe die beiden Brüder. Also sie sind hart. Was Emma Connor gemacht hat, also das ist für mich... Da sind wir beim perfekten Beispiel. Wenn du dich so ernährst, wie man das machen sollte, weil das hat er getan. Ja. Und wenn du Cannabis in dein Leben integrierst, um die Entzündungswerte maximal zu unten zu halten, das hat er getan. Dann kannst du ganz andere Leistungen abrufen. Das hat er getan. Das haben wir alle bei The Game Changer gesehen, bei der tollen Dokumentation. Ja. Da hat nämlich dann Conor McGregor auch selber sagen müssen, Kacke, hätte ich mal davor nicht permanent Fleisch gegessen. Und mich ketonisch ernährt, hätte ich nicht so gekotzt. Richtig. Und das war der Fehler. Er hatte keine Ausdauer. Ja. Und das hat man gemerkt. Und Nate Diaz war ein Tier. Nee. Der war dominant hoch 10.000. Also die Leute wissen ja gar nicht, was er für ein Trainingspensum hat und was ernährungstechnisch ist. Der trainiert wie ein Ironman. Und ist unglaublich. Wie ein MMA-Kämpfer. Genau. Beides gleichzeitig. Richtig. Das hat der McGregor auch gesagt. Er meinte, ich habe hier gegen einen Ironman-Aspiranten gekämpft. Also was wollt ihr von mir, was Kondition angeht? Ne? Genau, richtig. Und das ist ein Beweis für, unterschätzt erstmal niemanden. Zum Beispiel, was ich auch finde, also Conor McGregor, Legende, aber ich glaube auch zum Beispiel, dass er niemals im Leben, also in 10 Jahren nicht Khabib schlagen würde. Aber bei Khabib, ich meine, du musst ja sehen, wenn du die Historie und auch die Biografie von McGregor kennst, der hatte ja 5, 6, 7, 8, ne, wie alt er da war damals, nichts mit MMA zu tun. Ja, genau. Und so ein Khabib, weißt du, der ist auf die Welt gekommen und dann wurde schon in den Ring geschmissen. Genau, ne, also dann das Team mit seinem Vater ist quasi der Coach von ihm gewesen. Ne, und das ganze Umfeld war darauf ausgerichtet, du musst einfach kämpfen, ringen, du musst dich durchs Leben kämpfen. Ja. Und wenn du das kannst du nicht aufholen. Ja, genau. Ich kann nein, das nicht aufholen. Das kann man nicht aufholen. Ja. Das sage ich ja. Der Einzige, der das jetzt aufholen könnte, wäre mein Sohn.
mit 5, yeah, 4. Yeah, aber, selbst da ist yeah. er macht die Ring. Meinen Sohn yeah. habe ich direkt zu Ring geschickt. Yeah. Weißt du, wer ich feier, Habib. Aber yeah. Selbst da, er kriegt nicht dieselbe Schule wie, ich bin kein yeah. Ringtrainer. Sein yeah. Vater war Ringtrainer. Das ist ein ganz anderes Level. Sein Vater hat für die Nationalmannschaft, weißt du, so. Das ist Umfeld, halt, das Umfeld. Genau, es ist halt wie Michael Schlüssel, Jordan, yeah. finde ich, in der Zeit, wo er gespielt hat. Es war einfach, es sind Levels. Und da wird auch nie, bis heute ist für mich nämlich niemand yeah. an Jordan reinkommen. Aber es ist einfach, Habib ist einfach zu dominant. Er ist einfach ein Experte in dem, was er macht. Und MMA ja. ist halt Ground Game, Ground Pound. Und keiner wird ihn in den nächsten ja. Jahren sehen. Ich hab gestern mit meinem kleinen Bruder darüber gesprochen, also über Hochleistungssportler und Leute wie Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, ja, also genau. die auch in einem höheren Alter quasi eine Topleistung bringen. Oder jetzt der Kampf von Usman und Masvidal. Wie alt ist Usman? Das ist, glaube ich, 34 oder so. Ja, genau. Also noch richtig. Relativ jung eigentlich. 86er Bau, ja. Richtig. Aber den Kampf so ein bisschen analysiert und darüber gesprochen, dass er quasi, dass alle sich erschrocken haben, dass er quasi im Stand-up gegen Masvidal gewonnen hat. Genau. Und ich meinte zu ihm, du musst dich immer entwickeln. Ne? Also ja. wenn du an der Spitze, und dann hat er quasi Kollege zitiert und hat gesagt, an der Spitze zu stehen, ist ein Widerspruch in sich. Weil wenn du erstmal oben bist, dann bist du in Bewegung, damit ja. du auch da oben bleibst. Richtig. Und wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man, ach stimmt, das ist korrekt. Und Cristiano Ronaldo, der hat jedes Mal sein Game angepasst. Ey, man hat immer nur ein Level, ein gewisses Level einmal im Leben sozusagen. Ja. Ob es jetzt, egal, ob du jetzt Rapper bist und jeder hat seinen Höhepunkt sozusagen im Leben. Verstehst du sagen? Ja. Und deshalb ist es so, du musst arbeiten, um, wenn du einmal irgendwo von unten nach oben gekommen ist, musst du das Ding halten. Ich habe so viele Top-Talente gesehen. Talent ist halt manchmal auch wie ein Fluch, ne? Ja. Weil ich habe die Besten der Besten habe ich schon gesehen, ob in Fußball, Basketball, die, aus denen ist nichts geworden. Weil die einfach nie weitergearbeitet haben, weil die waren so gut, dass die irgendwann aufgeholt wurden. Ja. Weißt du? Und, ich bin gespannt, der Fußballer, der in Dortmund, der 16-jährige Mukoko ist er, glaube ich, ne? Also was aus ihm wird. Ne? Ich verfolge das, also weil das ist ja so ein Inbegriff dafür, ein relativ junger Sportler, der Champions League schon gespielt hat, ne? Mit seinen 16-Jährigen. Ich meine, was haben wir mit 16 Jahren gemacht? Richtig. Fußball gespielt. Fußball gespielt, ja. Aber nicht in dem Bereich. Und ich sage das auch den Leuten, du brauchst einfach ein Team. Du brauchst ein Dream Team. Ja. Also dein Umfeld muss aus Leuten bestehen, was dich nach vorne bringt. Und wenn du merkst, es gibt Menschen in deinem Leben, du gehst hin, du merkst, die Energie ist nicht da oder es ist einfach eine Diva oder sonst was, dann muss man einfach ehrlich sein und der Person helfen über eine gewisse Zeit und sonst sagen, ey, mein Dreamteam besteht jetzt aus einer Person weniger. Richtig. Oder kommt eine andere Person dazu. Ja. Und jetzt nochmal vielleicht ein Schwenker, ich komme ja gerade frisch aus Barcelona, weil ich da ein paar Tage verbracht habe und war 5 Tage beim guten Freund, habe da auf der Couch geschlafen und dann dachte ich, den Rest der Zeit gehst du mal, warst du mal in Barcelona? Ja. Kennst du das W Hotel, kennst du, sagt dir ja was, ne? Ja, klar. Direkt am Strand und genau. So, das ist das Hotel, wo quasi Leute hingehen wie PA Sports, Jamule, die alle dort waren und Arturo Vidal, den Fußballer, kennst du vielleicht dort, der mit seiner Familie dort gegessen hat und die waren alle da unterwegs. Ne? Und dann war ich da. So ein kleiner Medizinstudent, weißt du, und saß da und hab halt quasi das gemacht, was ich hier immer mache. Ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Die Leute sagten, schlaf doch raus. Ich so, Leute, ich stehe um 5 Uhr auf, um 6 Uhr laufen gewesen am Strand. Dann war ich um 7.30 Uhr der Erste beim Frühstück, hab mit den Leuten, mit dem Servicepersonal gequatscht, hab die Leute gefragt, wie es ihnen geht, hab die nach den Namen gefragt, die ich mich immer noch weiß. Und dann gab's, habe ich ihm vorhin erzählt, da gab's so ein Business-Typen, der weiße Haare zurück, auch mit seiner Frau da quasi Urlaub gemacht hat, der hat mich so ein bisschen beobachtet die letzten Tage, immer beim Frühstück. Ich habe ihn auch sonst kaum gesehen, ne? Und ne, ich war einfach mit den Leuten cool. Und dann am letzten Tag, ne, du musst dir vorstellen, PA Sports saß mit seinem Management quasi hinter mir, ich habe mit denen ein bisschen gequatscht und dann kommt der Typ vor mir, schreibt so seinen Namen, seine Firma und seine Telefonnummer auf den Zettel und sagt zu mir, geht das Ding mir so näher, dann meinte ich, habe dich 2 Tage beobachtet und habe gesehen, wie du mit den Leuten umgehst und was du so machst. Und ich will, dass du nach Genf kommst und dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen und dann zeige ich dir mal das Unternehmen. Okay. Die Jungs von hinten, die so, was sie mit dem, was ist das für ein Typ, der vor uns sitzt? Ja. Die waren erschrocken, ich war Gänsehaut bekommen. Ich dachte, was ist hier auf einmal los? Und das ist das, was ich den Leuten immer sage, ne? Weil ich habe in Hamburg eine Base von Leuten, ne? Die sind, ob es jetzt ein Coach Sade ist beispielsweise, vielleicht kennst du den, also Sportler, oder ob es wirklich Persönlichkeitscoaches sind, die das schon seit 20, 30 Jahren machen, die in deinem Umfeld sind, die dich dann dazu bringen, dass du halt um 5 Uhr aufstehst. Genau. Ja, hätte ich nicht machen müssen. Ich hatte eine Aussicht, wenn ich dir die Bilder mal zeige, ich habe den Stand gesehen, ich hätte da bis 7, 8, 9 Uhr liegen können. Habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt um 5 Uhr nicht aufstehe,
Ich glaube, Urlaub macht mehr Spaß, wenn man seine Shit macht, ne? Also ja, wenn man auch on point ist. Also ja, guck dir mal an, du bist den ganzen Tag unterwegs, stehst drauf, morgens aufzustehen, einfach mal kurz 300 Liegestütze wegzunaschen. Ja. Ja. Wenn ich in einem Urlaub bin, warum soll ich denn die 300 Liegestütze nicht bei einer aufgehenden Sonne am Strand machen? Ja. Weißt du, ich meine? Habe ich auch nicht verstanden. Also, ich war einmal mein Leben im Urlaub richtig so. Und das war, also zweimal. Ich war in Thailand und in Malta. Mhm. Einmal mit 21, das war bevor ich aufs College gegangen bin damals. Mhm. Und da war ich topfit. Mhm. Und dann, wir haben auch, ich habe damals auch getrunken, aber feiern da und, ich bin jeden Morgen um 6.30 Uhr im Gym gewesen, habe mein Training gemacht, habe meine Sprints am Strand gemacht und dann sind alle immer um 12 Uhr aufgewacht und dann hatte ich schon Frühstück gehabt und dann habe ich mitgefeiert, mitgechillt, weißt du, war mein erster Urlaub. Ja. So, und für mich gab es da gar keine Ausrede, weil die waren halt so, ey, wir haben doch jetzt gerade bis 5, 6 Uhr gefeiert. Ja. Wie kannst du jetzt in einer halben Stunde zum Gym gehen? Und ich sag, ey, ich muss auf, bevor ich bis 12 Uhr schlafe, gehe ich einmal kurz zum Gym, mach mein Ding, weißt du, was ich meine? Und das habe ich halt bis heute ist immer mit mir gewesen, weißt du, so, deshalb, als Corona auf einmal war, waren alle so auf, oh mein Gott, scheiße, kein Gyms mehr und für mich war so, das ist so, ich saß zum Beispiel, in Deutschland sei ich 2 Jahre im Gefängnis und in Amerika fast 1,5 Jahre, 15, 16, 17, 18 Monate. Und da habe ich halt gelernt über Calisthenics, also über Eigenkörpergewichttraining, vor allem in Amerika, weißt du? Das heißt, für mich, das habe ich dann für mich mitgenommen, so wie du vielleicht durch dein Umfeld mitgenommen hast, ey, ich stehe um 5 Uhr auf und lauf. Es gibt gar keinen Grund, warum ich nicht meinen Körper fördern sollte oder gute Zellen aufbauen sollte, die mein Immunsystem stärken. Das verstehe ich zum Beispiel jetzt an der Corona-Zeit nicht, ist, warum wird im Fernsehen nicht, werden solche Sachen nicht hingewiesen? Warum hat man nicht eine Stunde am Tag gemeinsam in Deutschland komplett Sport oder Ernährungsaufklärung? Natürlich kann man das auf Google machen, aber die Leute googeln so einen Scheiß nicht. Ja. Weißt du, die wollen das gar nicht wissen. Es gibt doch ganz viele Leute, wie mein Kollege zum Beispiel, mit dem ich zusammenarbeite, der hat noch nicht mal Internet zu Hause, der benutzt keinen Computer, der ist dem Ganzen vollkommen fremd, der wird jetzt 63, der macht das nicht. So, wenn der sich aber morgens hinsetzen könnte und der könnte im Sat.1 Frühstücksfernsehen zum Beispiel morgen die neuesten Corona-Zahlen, dann kommen die nächsten Nachrichten und dann geht's los, denkt dran, Leute, Vitalstoffe, 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 bewegt euch draußen. Genau. Die Mahlzeit des Tages. Ja, weil das große Geschenk an der ganzen Nummer jetzt, mal ab von allem Negativen, was jetzt gerade passiert ist, die Menschen haben Zeit. Und ich finde es eine Frechheit für die Leute, die jetzt gerade in Kurzarbeit zu Hause sitzen dürfen und trotzdem im Verhältnis immer noch relativ viel Geld bekommen, weil ich sehe das ja bei mir. Ich bin jetzt auch auf Kurzarbeit gesetzt, ne, weil unser Unternehmen leider nicht so gut läuft, Corona-bedingt leider, kriegen keine Unterstützung, habe also weniger Kohle, verdiene nur ganz minimal mehr als ein Hartz-IV-Empfänger, würde ich jetzt aber komplett zu Hause bleiben. Und ich wäre auf Hartz IV, habe ich 24 Stunden Zeit. Ich habe 24 Stunden Zeit, jetzt die Möglichkeit zu nutzen, mich jetzt zu informieren, wie kann ich mich besser davor schützen. Das heißt, wie kann ich meinen Körper maximals darauf vorbereiten. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, in meinem Körper, mit meinem Leben tatsächlich effektiv auch was anderes anfangen zu können. Meine Ideen vielleicht umzustrukturieren, zu denken, okay, jetzt habe ich jetzt jahrelang das und das gemacht, eigentlich hat mich das nicht glücklich gemacht. Was könnte mich denn glücklich machen? Aber das Wichtigste bei diesen Sachen ist immer, was ich den Leuten auch immer sage. Also wenn du Patientenkontakt hast und du hast regelmäßig, du hast einfach vom Geschäftsführer bis zum Müllmann alle Leute, die quasi zu dir in die Praxis kommen oder auch ins Krankenhaus kommen, dass das Entscheidende wirklich ist, es ist anstrengend. Ja. Also wenn du alleine bist zu Hause und du willst diese Sachen machen, Der Mensch ist von sich aus eigentlich träge. Der will das eigentlich gar nicht. Der will sich gar nicht damit auseinandersetzen. Der will im Sat.1 Frühstück-Fernsehen nicht sehen, was er gesund ernährt. Also die Leute sagen, also du es auch gerade gesagt hast, ja, wir sollten das machen, die Sporteinheiten. Damit ziehst du Leute mit. Aber die hast du jetzt schon. Die laufen jetzt schon um 5 Uhr um die Alster. Da gibt es einen Kerl, der ist 60. Den sehen wir, wenn wir um 5 Uhr loslaufen, ist der schon fertig. Ja. So, was ist hier auf einmal los? Levels und shit. Ja, ganz genau. Und es gibt einfach Leute, die wollen im Sat.1 Fernsehen sehen, dass Meghan und Prinz Harry irgendwas gesagt haben oder irgendwas passiert ist und so weiter. Ja. Die wollen diesen ganzen Shit nicht mit Game Changer hören. Denn wenn du denen das erzählst, es geht hier raus und da rein. Und dann sage ich immer, Leute, versucht eure Energie, also was heißt, versucht eure Kraft, die Zeit, ne, ihr habt 24 Stunden, 1440 Minuten hast du am Tag. Versucht das. Wenn du merkst, du hast da jemanden, der will das gar nicht hören, dann sagst du, ey, ist halt alles klar. Leb dein Leben so, wie du es dir für richtig hältst. Du wirst dann die Konsequenz auch dafür tragen. Das ist auch vollkommen okay. Aber wenn du dann jemanden hast wie mich jetzt, wenn du sagst, ey Abdul, mach mal bitte 10 Liegestütze am Tag, das wird dir helfen. Weißt du, was ich mache? Ich mache 20. Genau. Ich mache 20 ein Jahr lang. Dann rufe ich dich an. Ich habe 20 Tage und das war geil. Danke nochmal für den Tipp. Und wenn du dann solche Leute hast,
Das ist geil. Also das motiviert dich dann wieder. Richtig. Aber wie viele solche Menschen gibt es? Glaub mir, ich sage dir eine Sache. Wir sind damals, also ich bin auch immer schon früh aufgestanden und dann hat ein Kollege zu mir gesagt, es war, ich glaube so 27 oder 28. Dezember letzten Jahres, er meinte, ja, also wir können ja ein Neujahr anfangen zu laufen, aber das macht ja jeder. Lass uns mal zu den 5-6% gehören, die jetzt schon bei Schnee und Regen und kalten Temperaturen 5 Uhr um die Alster laufen. Ich habe gesagt, okay. Ne? Und du kannst die Welt nicht alleine verändern. Du brauchst ein Team, du brauchst jemanden an deiner Seite. Also alleine kannst du es auch machen, das ist halt schwierig. Vor allem motivierst du ja auch Leute dadurch, dass irgendjemand sieht dich ja jeden Morgen laufen oder im Urlaub jetzt als Beispiel und denkt sich, Digga, irgendwie motiviert der Typ mich. Ja. Und das will ich ja auch gerade mit meinem YouTube-Channel, mit meinem Instagram machen. Wenn du einen erreichst, wenn du einen, was für einen Boost gibt dir das? Ey, ich hab Screenshots von Sachen, von Leuten, was die mir schicken. Ja. Was für Transformationen die gemacht haben. Ich werde echt emotional, wenn ich das sehe, weil ich bin so... Gänsehaut. Ja, und ich rede nicht nur von 5 Leuten, ich rede hier von, ich kann locker 200, 300 Bilder jetzt oder Chats hochholen. Ja. Wo Leute mir ihre Vorher-Nachher geschickt haben und ich bin einfach auf, wow, krass. Ja. Und dann es ist halt krass, was in diesem ganzen Prozess entsteht. Ne? Also wenn ich die Geschichte weiter ausführen kann mit dem Laufen. Ne? Wir haben jeden Tag Stories gemacht. Mhm. Und die Leute sagten, wieso machst du jeden Tag eine Story, dass du an der Alster bist um 5 Uhr an der Kuhkoppelbrücke? Ne? Und dann kam, ne, am Anfang haben die Leute so gesagt, ja, das machst du jetzt ein paar Tage. Ne? So, schönes Wetter, ne, für die Girls, damit die sehen, dass du ein sportlicher Typ bist. Und so, Leute, ihr habt das, glaube ich, nicht richtig verstanden. Ja. Ich ziehe das einfach durch. Und dann wurde aus einer Woche, wurde ein Monat. Aus einem Monat wurden 2, 3 Monate, 4. Jetzt kam ich halt aus Barcelona, deswegen haben wir es nicht mehr gemacht. Aber wir sind durch Schnee gelaufen. Ja. Es war, und am Ende war es so, ich bin normalerweise einer von den Leuten gewesen, die hast du nicht auf geraden Fußballplätzen gesehen, sondern nur auf Kunstrasen oder Rasen. Richtig. Na, und wenn die Sonne, 20 Grad Sonne, dann habe ich Fußball gespielt. Genau. So einer war ich. Ja. Na, weil ich habe es genossen. Ich so, Leute, wieso soll ich mich hier jetzt ein abmühen? Und dann fällst du hin und verletzt du dich. Was soll das Ganze? Ich will easy haben. 20 Grad Sonne, da sind ein paar Leute an der Alster, dann gehe ich gerne laufen. Du hättest mich nie um 5 Uhr morgens bei minus 5 Grad und Schnee gesehen. Ja. Aber wir haben es durchgezogen, wir haben es gemacht. Ey, und das ist es ja. Und danach kommt man ja wie so ein Krieger raus aus solchen Verhältnissen. Also sowas bei uns im Winter, weil man hat auch seine Gruppe gehabt. Du bist mental ganz anders. Du hast deine Gruppe gehabt und du hast dann gesehen, nach der ersten Woche wart ihr nur noch 3. Nach der zweiten Woche und dann war es auf einmal minus 8 Grad. Ja. Auf einmal war man zu zweit oder manchmal ganz alleine. Weißt du, was ich meine? So wirklich. Und aber durch die Phase, weil das war ja für mich die Transformation, weil ich war um jeden Tag waren wir da draußen für 3 Stunden bei minus 8 Grad. Morgens direkt, boom, 2, 3 Stunden. Boxen, Krafttraining, Eigenkörper, Liegestütze, alles mögliche. Kniebeugen, Lunges, Sprints, alles mögliche. Und das haben wir jeden Tag 2, 3 Stunden durchgezogen. Du bist natürlich immer schon nach Hause gekommen, warst gefroren, aber du hast dich wie so ein Übermensch gefühlt, wie gesagt. Weil ich bin Anime-Fan, ich gucke halt gerne Animes, weißt du, so Baki und so. Beste. Genau. Und einfach so, wie die da trainieren, um einfach es zu schaffen, dann irgendwann durch die Mauern zu hauen. Und wie die zeigen, dass der sich 50 Mal die Finger gebrochen hat. Aber da stehe ich persönlich auf die Shaolin-Mönchen. Ne? Also ja, genau. Das ist ja daraus sozusagen motiviert. Für mich sind ja auch die Shaolin-Mönche richtige Übermenschen. Und ich glaube auch, dass man den Status Übermenschlichkeit, es hört sich jetzt so arrogant an, aber finde ich, weil es so aus dem Bereich kommt, Anime und so, aber ich glaube, dass es wirklich Übermenschen gibt. Und ich glaube, dass wir eher dafür also gemacht sind, übermenschlich in Ich denke, das ist richtig menschlich. Ja, ich glaube, die Übermenschlichkeit ist eigentlich menschlich. Ja. Also ich glaube, wir sollten eigentlich 130 Jahre alt werden, 140 Jahre alt werden. Ich glaube, wir sollten eigentlich noch mit 90 oder 100 mit unseren Enkeln überm Rasen laufen können und sprinten können und Rollen machen können. Im Feld stehen und dein ganzes Gemüse alles selber baggern, natürlich. Das ist absolut. Deswegen finde ich das, also bin ich so begeisterter Sportfan, egal welche Sportart es letztendlich ist. Ich weiß nicht, kennt ihr Eliud Kipchoge? Das ist ein Äthiopier, also das ist derjenige, der den Marathon, also 42 Kilometer, unter 2 Stunden gelaufen ist. Vielleicht hat er davon schon was gehört. Und ich habe mich mal für einen Halbmarathon vorbereitet. Ja, also es ist eine krasse, also das ist wirklich 42 Kilometer zu laufen. Und es halb ist, glaube ich, 22, also es ist meine Frau ist den mal gelaufen. Das ist heftig, also das ist wirklich kein Spaß, das ist eine körperliche Maximalleistung. Ein Marathon in 2 Stunden. Du musst dir vorstellen, seine normale durchschnittliche Geschwindigkeit, ne, wenn du auf dem
wenn du mal auf dem Laufband bist, dann kannst du das mal gucken. Es war zwischen 20 und 22 km/h. Das war seine durchschnittliche Geschwindigkeit. Das ist mein Sprint. Das ist mein Sprint. Und erst ist er für 42 Kilometer gelaufen. Aber unabhängig davon, er hat in einem auch seiner Motivationsvideos quasi gesagt, er meinte, die Wissenschaft hat gesagt, dass der erste Mensch, der einen Marathon unter 2 Stunden läuft, der wird 2035 geboren. Also nicht geboren, sondern erst dann schaffen wir es. Er meinte, ich glaube, er hat es 2019 geschafft oder 2018. Und damit wollte er nur sagen, du musst diszipliniert an gewisse Sachen einfach rangehen, so wie du es auch gesagt hast. Du musst einfach durch und die Zeit, genau. Also diese zeitliche Komponente, dass du es einfach durchziehst. Richtig. Ne, vielleicht machst du auch nur 80% von dem Training. Die ist einfach entscheidend. Und dann kam mir direkt ein Zitat von Da Vinci in den Kopf, der gesagt hat, wenn die Leute wissen würden, wie viel Zeit ich aufgewendet habe, um Zoom zu malen, dann würden sie es nicht als genial bezeichnen. Genau. Weil dann müssen die, jeder kann es, nur er muss halt die Zeit investieren. Richtig. Und diese zeitliche Komponente, die ist so entscheidend. Das ist unglaublich. Kobe Bryant, ne? Ja. Ruhe und Frieden, das ist vielleicht so auch einer meiner Vorbilder. Also ich habe, Kobe ist für mich so, weil er die Mentalität hatte. Er hat das alles kombiniert mit Essen, wie man genau isst, wie man genau trainiert. Und es gibt ja berühmte Interviews, wo er sagt, ey, guck mal, die meisten stehen um 8, 9 auf, trainieren, haben dann um 11, 12 ihre erste Einheit, weißt du, gehen nach Hause, chillen, essen und dann 17, 18, 19 Uhr wieder, wieder Training und dann ins Bett und das wiederholen sie. Das ist ja aber der Idealfall. Ja, genau. Normaler steht morgens auf wie ich, wenn du Glück hast, geht er morgens nochmal ein bisschen Sport machen und danach geht er 8 Stunden, 10 Stunden arbeiten. Ja, genau, richtig. Ja. Wir reden hier, also ich glaube, er hat von anderen Profisportlern geredet. Von den Ausnahmen. So. Und er sagt aber, warum bist du nicht um 3 Uhr wach, damit du von 4 bis 6 trainieren kannst, nach Hause gehen kannst, chillen kannst. Um 8 Uhr, 9 Uhr, zweite Einheit, bis 11 Uhr, chillen, bis 13 Uhr, 14, 16 Uhr, chillen, 18, 20 Uhr, chillen. Und die Leute denken, hat er den ganzen Tag Liegestütze gemacht? Nein, der hat konstant, der hat vielleicht mit der linken Hand, ne, wenn jetzt es ein einfacher Wurf ist, habe ich gehört, ist er nicht gegangen, bis er 1000 bis 2000 Treffer hatte. Von gewiss, einfach nur Bewegung. Einfach, und er hat diese Bewegung gemeistert. Und dann, wenn du guckst und sagst, Digga, wie trifft er unmögliche Würfe? Das ist alles Glück. Und dann guckst du aber auf seine Karriere und dann holen sie die Glückwürfe raus und siehst auf einmal, dass es ganz normale Routine ist. Es gibt heute hartes Training. Genau. Ja. Und der Typ hat wirklich jeden Tag seine 10, 12 Stunden reingelegt. Wie Mike Tyson beim Boxen. Ne? Genau. Oder Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Messi. Leute sind so auf, Messi ist so geboren. Nein, weißt du, wie du trainieren musst, um auch auf den, weil viele reden immer über Cristiano Ronaldo. Ja. Messi ist auch alt. Ja. Weißt du, was man, und Messi ist immer noch auf dem Level, wo man sagt, ey. Das ist halt so die Mentalität. Ne? Also wenn du irgendwann mit einer Sache anfängst, wie gesagt, die Leute belächeln dich dann und dann ziehst du es halt durch ein paar Jahre vielleicht, ne? Und dann begibst du dich ja in gewissen Situationen. Also ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn einer aus eurem Team nicht gesehen hätte, dass den Lebensstil, den ich pflege, quasi hier ins Konzept reinpasst mit dem Motivation. Ja, genau. Und dann sagen die Leute, ja, Abdul, du hast Glück gehabt, dass du jetzt in dieser Situation bist. Und dann sage ich so, also das Glück, dass es so gekommen ist, das war die Arbeit von vor 5, 6 Monaten oder von vor 5, 6 Jahren. Das ist der Weg, den du gehst. Ganz genau. Und alles kreuzt sich irgendwann und alles kommt auf dich ganz zurück. Genau. Die Arbeit, die du heute, den Samen, den du jetzt einlegst, der kommt vielleicht nicht morgen oder übermorgen. Oder vielleicht siehst du von deinen Nachbarn, dass der schon kleine Bäumchen hat und deine Sachen sind so klein. Ja. Das ist halt so, aber wenn du das Ding jetzt abreißt, dann war alles umsonst. Ja. Verstehst du? Das heißt, du machst weiter, pflegst sie, informierst sie, was fehlt da? Ah, vielleicht ein Mangel an das und das. Ja. Und so kommt dann irgendwann zustande, dass dein Baum gewachsen ist, auch wenn der schon seit 2 Jahren Äpfel ist, weißt du, jetzt hast du deine eigenen Äpfel und das ist das Problem. Die meisten Leute reißen ab, wollen nochmal von vorne anfangen oder wollen was anderes dann anfangen. Oder machen es nur eine Zeit lang, merken, okay, das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Richtig. Also switch ich nochmal alles komplett um, mach es nochmal ganz anders, richtig, anstatt am Ball zu bleiben. Und die sagen dann halt auch, ne, so wie bei diesen Fußballathleten oder auch bei Leuten, die in dem Profibereich tätig sind, die sagen, ja, das war am Ende alles nur, die hatten Glück gehabt, beziehungsweise. Dass sie in der richtigen Position waren. Ja, ganz genau, das war Talent, das war Glück und die sind ja ganz besonders. Genau. Nee. Also, weil das ist eine Ausrede. Leute wollen mir immer erklären, dass Thomas Müller der Spieler ist mit dem meisten Glück, weil er immer da ist, wo das Tor ist. Und es ist so, der Junge muss den Scheiß studieren. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er sich Videos an. Genau, dass er sich Videos, tausende Stunden von Videos anguckt. Absolut. Wo er, wann und er, wie er sich positioniert, das ist einfach, das sieht man, es ist harte Arbeit. Der macht das seit einem Jahrzehnt. Das ist, es hat nichts mit Glück zu tun. Aber der Mensch ist träge und er will nicht nur seinem Körper, sondern auch seinem Geist sagen. Wir sehen die Leute ja nur oben. Ja, wenn sie ganz oben
wir sehen ja nicht, Digga, Kobe Bryant im Keller, Digga, um 4 Uhr morgens, Digga, davon gibt es keine Videos. Ja. Weil die hatten keinen Bock, die hatten keine Zeit, das aufzunehmen. Ja. Ich zum Beispiel mache das jetzt gerade, habe hier mein Team mitgeschleppt ein paar Tage und die haben das dann mitbekommen, 4.30 Uhr aufstehen, 5 Uhr beim Training sein oder 6 Uhr. Ja. Weißt du, und wir waren um 9.30 Uhr mit der zweiten Einheit durch. 9.30 Uhr. Mhm. Nach Hause gegangen, 11 Uhr, ganze Instagram, alles, was um die Firma ist, Plan, fertig, Telefonate, 13 Uhr direkt noch ein Workout. Schon mehr gemacht als manche in einer Woche. Ja, verstehst du? Und dann ist Feierabend. Ja. Dann habe ich Feierabend. Dann ist 15 Uhr, 16 Uhr Feierabend. Weißt du, was ich meine? Und dann kann ich mich entspannen. Dann mache ich mir mein Essen. Weißt du, es ist, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach...